Was hast du nicht gehört? Wird das eingespielt noch? Was hast du nicht gehört? Das Klatschen. Ach ja, das Malte, immer wenn Nico redet und es keinen Inhalt hat, kannst du gerne das Klatschen, was er hören will, einspielen. Das wird wunderbar. Ja, ein sehr begeistertes Gesicht. Also deins zumindest. Denn wie war es für dich jetzt zum ersten Mal so vor Kameras zu arbeiten? Du hast ja eher Musikerfahrung, jetzt mit einem eigenen geschriebenen Text vor einer Kamera. Wie war das für dich? Also ich war natürlich nervös, aufgeregt, einerseits wegen der Kamera, aber andererseits auch bezogen auf den Text. Da geht es um Themen, über die ich lange nachgedacht habe schon, die mich immer wieder berühren, die immer wieder in mir hervorkommen. Und das war das erste Mal jetzt so richtig, dass ich einen Text darüber geschrieben habe, halt auch über den spanischen Teil meiner Familie, weil das ja auch da nochmal interessant ist. Ich habe eine deutsche Oma und einen deutschen Vater. Wenn ich von Familie spreche, gibt es nur spanische Familie. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der damit reinspielt, den ich aber lange nicht berührt habe, weil ich halt hier aufgewachsen bin und mit der Sprache ja auch gar nicht groß geworden bin, wie meine Mutter noch, sondern die ja später gelernt habe. Und genau, das ist dann ja der Punkt, dieses mit der Sprache nicht aufgewachsen sein und jetzt dann connectend mit der Familie aus Spanien auf Spanisch zu reden oder einen Text zu machen. Wie war es für dich, auf Spanisch zu schreiben? Es war super herausfordernd, weil ich natürlich vieles auf Deutsch vorgeschrieben habe und dann entsprechend übersetzt habe und auch viel meine Mutter gefragt habe in Bezug auf Formulierungen, Wörter, teilweise halt auch Betonungen. Also ich habe ihr, also ursprünglich soll es eine Überraschung werden, aber dann habe ich sie mit ins Boot geholt und habe ihr dann stückweise immer wieder Teile vorgelesen. Und sie hat mich da beim Schreiben auch ein bisschen begleitet. Also herausfordernd auf jeden Fall in einer Hinsicht und in anderer Hinsicht. Es war, als würde ich irgendwie eine Verbindung schaffen zu meiner Familie, aber halt auf eine andere Art und Weise, weil ich in dieser Sprache eben schreibe. Also dann genau diese Brücke schlagen zwischen zwar hier aufgewachsen sein, aber Schritte dahin gehen für ein Gefühl von familiärer, welches Gefühl? Es ist ein Gefühl von Zerrissenheit, glaube ich, an der Stelle, weil in dem Text geht es ja auch viel um Erinnerungen und auch um die Unzuverlässigkeit von Erinnerungen. Also im ersten Teil spreche ich ja über dieses Foto, das Foto, das mich sozusagen inspiriert, das in der Wohnung von meiner Mutter steht, wo ich und meine Schwester drauf zu sehen sind. Und ich schreibe da ja auch, dass ich glaube, dass hinter uns Zitronenbäume sind. Hinter uns sind keine Zitronenbäume. Ich habe mir das Foto nochmal angeschaut, aber in diesem Ort gibt es Zitronenbäume. Genau, also das ist ein Aspekt und ein anderer Aspekt ist eben auch aber trotzdem wirkt diese Erinnerung und es sind so tiefgreifende Kindheitserinnerungen, die mich halt für immer damit verbinden werden und die auch niemals gehen werden. Das ist was anderes als Urlaub, als würde man irgendwo hinfahren und Urlaub machen. Es geht tiefer und es hat was damit zu tun, worin man verwurzelt ist, irgendwie auch ein Stück weit. Und gleichzeitig aber, darüber schreibe ich ja auch, ist meine Mutter die Brücke zu dieser Familie. Also über sie sozusagen machte es für mich Sinn, diese Sprache zu lernen. Und über sie habe ich auch den Kontakt zu meiner Familie. Und sie berichtet mir, was es da Neues gibt, wenn sie irgendwas hört und so weiter. Weil ich selber den Kontakt nicht mehr so richtig habe. Ganz sporadisch mal zu meinem Opa, aber eher selten, aber zu den anderen nicht so richtig. Also es kann das jetzt ja ein kleines Kontaktanschreiben sein in Textform, so ein bisschen. Und eine kleine Frage noch, in der Familie verwurzelt sein nach der Erinnerung an Zitronenbäume, war ein absichtliches Wortspiel oder nicht? Ach so, hey, jetzt wo ich drüber nachdenke, passt das. Nee, war natürlich unabsichtlich. Genau, also es sind im Wesentlichen, arbeite ich ja über Bilder, so, ne? So viele Bilder, die da einfach irgendwie entstehen. In Erinnerungen und genau, es geht auch viel um unter anderem Diaspora, also weil unsere Familie auch verstreut ist. Mein Opa kam eben in den 60ern als Gastarbeiter nach Deutschland, ist dann wieder zurückgegangen, aber ein Teil seiner Familie ist da mitgekommen und so, und die leben halt heute hier immer noch. Und es ist für mich auch gar nicht teilweise so klar irgendwie, wie es denen geht, wie die leben, teilweise auch gar nicht, wo die genau leben. Oder eben was für Sprachen die eigentlich zu Hause sprechen und so. Und das, genau, also da geht es auch viel darum, also um diese Zerstreutheit und die Frage danach, also ein Teil irgendwie dessen zu sein, was ich ja sozusagen in diesem Ursprungsdorf, ne, Enix, verwurzle sozusagen. Genau, aber gleichzeitig irgendwie nicht so richtig dazu zu gehören. Also das, ja.
Ich wollte gerade kurz den Witz nicht mit Applaus honorieren. Das wird dann eingespielt. Nein, wird es nicht. Aber ja, genau, dieser Punkt, dieses Zugehörigkeitsgefühl, ich finde da immer die Frage nach Zuhause interessant bei. Bei mir ist auch der Fall, dass keine lebende Familie mehr in Deutschland ist, abgesehen von meinen Eltern und meiner Schwester. Dementsprechend ist dann immer der Punkt dessen, ist Zuhause einfach ein Ort oder das Gefühl an Orten. Und ich habe mich mittlerweile auf Letzteres geeinigt, weil sich das sinnvoller anfühlt. Aber gerade bei dir ist dann ja auch das, was ist Familie, ist dann ja auch ein Unbekanntes, ein Teil der Familie. Aber sind die unbekannt aufgrund von Strukturproblemen oder aufgrund von, es ist einfach nie getroffen worden? Dann hast du dann ja genau dieses Spannungsfeld von, wo ist was? Respektive der Frage, die du im Text auch gestellt hast, mit dem, wo Zugehörigkeit besteht. Und was dazugehört mit Bildern, die du machst und Bildern, die dir sind, ist ein kleines Bild, ein kleines Irgendwas für die Menschen, die noch zu Hause sitzen oder unterwegs an ihren Handys oder unterwegs an ihren PCs, wenn die mitschleppen. Was möchtest du den Leuten nochmal mitgeben in diese Kamera? Ich weiß nicht, ob ich wirklich was mitzugeben habe. Also vielleicht einfach seid offen für Geschichten, Lebensgeschichten. Vielleicht das. Mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu sagen.